Die Reden bei der Anhörung der bisher größten europäischen Bürgerinitiative One of Us wurden von Swoboda als Hassreden abgestempelt. Ich war selber dort. Es hat dort keine einzige Hassrede gegeben. Es hat vielleicht Hassreden von radikalen Feministinnen gegen das ungeborene Leben, gegen den ungeborenen Bürger gegeben. Aber ansonsten von den jungen, zumeist jungen Menschen, die bei dieser Anhörung dabei waren, als Vertreter der Bürgerinitiative One of Us, einer von uns, damit ist natürlich der Ungeborene gemeint, diese jungen Menschen haben sich sehr, sehr diszipliniert und sehr demokratisch verhalten. Das kann man von den Vertretern der Europäischen Union nicht sagen. Swoboda weiß, dass er einfach das Spiel verloren hat. Und deswegen hat er derartig überzogene Reaktionen in seinen Presseaussendungen zum Besten gegeben, wo man sieht, dass er keine Argumente mehr hat. Es gibt eben kein Argument für eine Regelung, die das Recht des Ungeborenen auf Leben negiert. Es gibt keine ethische Debatte darüber, ob jemand anderer ein Lebensrecht hat, wenn die Gesundheit eines Menschen gefährdet ist, der an der Tötungshandlung mitwirkt. Diese ganze verräterische Debatte zeigt ja nur, dass man das Lebensrecht des ungeborenen Menschen in Wirklichkeit nicht in Frage stellen kann und nicht in Frage stellen darf. Und die Argumente sind daher, die die jungen Menschen hier vorgebracht haben, sehr gute. Sie sind moralisch fundiert, sie sind nicht nur im Glauben fundiert, sie sind auch moralisch fundiert, sie sind auch in der Rechtsordnung der Europäischen Union fundiert, auch in der Rechtsprechungspraxis des Europäischen Gerichtshofes fundiert. Und daher konnte Swoboda nur noch mit solchen unsinnigen Behauptungen überhaupt auftreten. Ich halte es für infam. Ich habe daher auch den Präsidenten ersucht, dem Herrn Swoboda gegenüber mit einer disziplinären Maßnahme nach der Geschäftsordnung klarzumachen, dass man so nicht mit einer Bürgerinitiative umgehen kann. Zumal es sich um die erfolgreichste Bürgerinitiative überhaupt handelt, mit fast 2 Millionen Unterschriften, von denen 1,8 Millionen anerkannt werden mussten. Die erfolgreichste Bürgerinitiative nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages.